Wir stellen Ihnen den neuen Pool im Ökosystem Ultima, den Ultima-Pool, vor. Dies ist der erste Pool in der Geschichte unseres Produkts, dessen Teilnehmer neue Ultima-Tokens als Belohnung für das Einfrieren ihrer Ultima erhalten können. Um am Pool teilzunehmen, brauchen Sie weder eine Lizenz noch einen Vertrag zu erwerben. Es genügt lediglich, Ihre Ultima-Tokens mit wenigen Klicks in Ihrer Smart Wallet einzufrieren. Die Belohnung wird nach einer einfachen Formel berechnet. Die tägliche Belohnung wird durch die Gesamtzahl der im Pool eingefrorenen Tokens geteilt. Der resultierende Wert wird mit der Anzahl der vom Benutzer eingefrorenen Tokens multipliziert. Als Belohnung werden 5 Ultima vom Pool täglich verteilt. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Ultima im Ultima-Pool einfrieren, diese wieder freigeben und Ihre täglichen Belohnungen erhalten können. Einfrieren von Tokens, Freezing. Bevor wir mit dem Einfrieren beginnen, machen wir Sie auf eine wichtige Regel aufmerksam. Jedes Einfrieren oder Freigeben von Ultima-Tokens setzt die Wartezeit für den Erhalt der Belohnung im Splitting zurück, die 24 Stunden beträgt. Wenn Sie beispielsweise vor 20 Stunden eine Belohnung erhalten haben und bis zum Erhalt der nächsten Belohnung noch 4 Stunden geblieben wären, wird die Wartezeit für die Belohnung beim nächsten Einfrieren oder Freigeben von Ultima zurückgesetzt und wird 24 Stunden betragen. Öffnen Sie Ihre Smart Wallet und tippen Sie auf das Ultima-Symbol. Klicken Sie im sich öffnenden Fenster auf das Freeze-Symbol. Auf dem sich öffnenden Bildschirm sehen Sie Ihr zum Einfrieren verfügbares Guthaben, Available Balance, und die Gesamtzahl der eingefrorenen Tokens, Total Frozen Balance. Um Tokens einzufrieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Freeze. Das Einfrieren erfolgt in 2 Etappen. In der ersten bereiten Sie Ihre Ultima vor. In der zweiten erfolgt das eigentliche Einfrieren. Klicken Sie im folgenden Bildschirm, der geöffnet wird, auf Prepare Ultima. Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie aufgefordert, die Anzahl der einzufrierenden Tokens einzugeben. Geben Sie den gewünschten Betrag ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Prepare for Freezing. Als nächstes müssen Sie Ihre Handlung mit einem PIN-Code bestätigen. Bestätigen Sie im sich öffnenden Fenster das Einfrieren, indem Sie auf Confirm Freezing klicken. Danach müssen Sie die Aktion noch einmal bestätigen, indem Sie Ihren PIN-Code eingeben, Face ID verwenden oder mit dem Smart Defender Ihr Smartphone berühren. Wenn Sie alles richtig machen, wird ein Glückwunschbildschirm angezeigt, was bedeutet, dass Ihre Tokens erfolgreich eingefroren wurden. Freigeben von Tokens, Unfreezing. Sie können die Tokens bereits innerhalb von 10 Minuten nach dem Einfrieren wieder freigeben. Kehren Sie dazu zum Freeze-Menü zurück. Klicken Sie dazu unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche Unfreeze. Geben Sie im sich öffnenden Bildschirm den Betrag ein, den Sie freigeben möchten, und klicken Sie auf Confirm. Bestätigen Sie im nächsten Bildschirm die Freigabe, indem Sie auf die Schaltfläche Unfreeze klicken. Bestätigen Sie die Handlung mit Ihrem PIN-Code. Danach wird ein Bildschirm mit der Meldung angezeigt, dass alles erfolgreich war. Wie fordert man Belohnungen für eingefrorene Ultima ein? Solange Ihre Tokens eingefroren bleiben, können Sie Ihre täglichen Belohnungen erhalten. Um eine Belohnung zu bekommen, müssen Sie diese einfordern. Klicken Sie dazu im Hauptbildschirm von Smart Wallet auf das Ultima-Symbol. Klicken Sie im sich öffnenden Fenster auf die Schaltfläche Splitting. Es öffnet sich ein Bildschirm mit detaillierten Informationen zum Splitting My Frozen Ultima. Die Anzahl der eingefrorenen Ultima-Tokens auf Ihrem Guthaben, Total Frozen Ultima. Die Gesamtzahl der eingefrorenen Ultima-Tokens im Pool, Daily Reward, tägliche Anzahl von Ultima-Tokens, die unter den Pool-Teilnehmern verteilt werden. Current Block zeigt den aktuellen Block in der Blockchain. Final Block zeigt den letzten Block für die aktuelle Halving-Periode, My Estimated Reward, die ungefähre Höhe der Belohnung für alle Ihre eingefrorenen Ultima. Price per One Frozen, Belohnungshöhe für einen eingefrorenen Ultima. Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche Claim Reward. Es öffnet sich ein Bildschirm, auf dem Sie Ihr Einverständnis mit den Nutzungsbedingungen des Produkts bestätigen müssen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und auf die Schaltfläche Confirm klicken. Fertig. Sie haben eine Belohnung eingefordert. Auf dem Bildschirm Ihres Smartphones sehen Sie eine entsprechende Meldung.
Bitte beachten Sie, dass Sie bei Verwendung von Smart Defender mit dieser Karte Ihr Smartphone berühren müssen, um Ihre Belohnung einzufordern. Beachten Sie auch, dass für Splitting eine Smart-Gebühr erhoben wird. Deshalb vergewissern Sie sich bitte, dass Sie über genügend Smart Coins auf Ihrem Guthaben verfügen, bevor Sie Transaktionen durchführen. Vergessen Sie nicht, am Splitting teilzunehmen und jeden Tag Ihre Belohnung einzufordern. Viel Glück! Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Wir helfen Ihnen gerne weiter.